Guten Abend, liebe Pressevertreter, liebe Zuschauer im VIP-Raum. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Heimspiel der Füchse gegen die SG BBM Bietigheim. Die Füchse gewinnen mit 30:26 vor 6.453 Zuschauern. Darf ich den Gästetrainer Hannes Jürgen Jönsson begrüßen und auf Füchse-Seite Geschäftsführer Bob Hanning und Velimir Petkovic. Herr Jönsson, ich würde Sie bitten, das erste Statement abzugeben zum Spiel. Ja, also erstmal Gratulation an die Füchse, Petko. Also natürlich völlig verdienter Sieg, keine Frage. Wir haben uns einiges vorgenommen für dieses Spiel und wir haben ehrlich gesagt viel davon erreicht. Wir haben uns, ja, wir haben unsere Position in diesem Abstiegskampf ist jedem klar und zu punkten in Berlin ist nicht notwendig, wäre schon gut, aber wir können viel mitnehmen für die nächsten Aufgaben und ich bin ja stolz auf die Einstellung, auf die Arbeitswille und die ja, Emotionalität in diesem Team und ich glaube, mit dieser Einstellung dann schaut das gut aus für uns in diesem Abstiegskrieg, wo wir gerade stehen. Vielen Dank. Petko, harte Wochen, jetzt direkt nach der WM, viele Spiele, heute das nächste. Was sagst du zur Leistung deiner Mannschaft? Ja, viele Spiele, das wollten wir auch. Und deswegen haben wir gekämpft letzte Saison, dass wir viele Spiele haben. Wir könnten auch siebte, achte sein und dann sich konzentrieren nur auf Bundesliga. Wir wollten auch Europa spielen und eine gute Mannschaft, gute Spieler soll das spielen. Und deswegen keine Ausrede für irgendwelche Schwäche, welche wir zeigen jetzt. Ich bin zufrieden mit 2 Punkten, ich bin zufrieden mit Sieg. Ich bin zufrieden, dass wir haben Logroño und jetzt in eine kleine Serie. 2 Siege, wir haben eine Serie, leider nicht mehr. Und, aber mit Leistung, was haben wir gezeigt heute, dass ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht einverstanden, weil ich will immer mehr. Ich will immer mehr, aber das, was habe ich gesagt, viele Spiele, keine Ausrede. Ich bin jemand, wer will gern Training haben und mit Jungs reden über Sachen, welche passieren bei letztem Spiel und über Fehler, über Taktik zu diskutieren und etwas zu verbessern. Derzeit, wir haben keine Zeit für Training. Unsere Jungs sind vor WM auch ziemlich platt zurückgekommen. Wir sind gleich gestartet hier und ich habe so eine Meinung, dass einige Spieler spielen auf so viel, wie viel ist nötig, ein Spiel zu gewinnen oder einfach durchzukommen. Leider, das hat nicht erreicht für alle Spiele bis jetzt und die Jungs müssen auch lernen und auch wir Trainer und welche führen diese Mannschaft. Ich bin nicht zufrieden, deswegen ich will auch morgen mit meinen einigen Akteuren reden. Und ich verstehe, wenn wir sind, fehlt ein bisschen Frische, das haben wir gesehen. In Angriff, wir fielen mit 13:7, dann musst du Gas geben weiter. Dann kannst du nicht lassen, dass Gegner macht 4:0 hier. Besonders diese Gegner, ohne jemanden zu unterschätzen. Das ist eine Mannschaft, gegen wen müssen wir weiter Gas geben, 13:7 und 20:7 in Halbzeit gehen. Und nicht, dass die kommen bis 13:11, ich glaube. Oder zweite Halbzeit, wir reden auch korrekt in Kabine. Wir kommen raus, machen wir 22:15, dann erwarte ich auch, Gas zu geben und dann Gegner macht 3:0 da. Und über sowas müssen wir reden. In diesem Verein, bei dieser Mannschaft, darf niemand reden über Einstellung. Einstellung selbstverständlich. Wo wir trainieren, wo wir spielen, in welchem Verein sind wir, Einstellung ist selbstverständlich. Und muss jeder Gas geben, wenn er bekommt Chance, auf der Platte zu stehen. Ich muss auch ein bisschen Schutz nehmen, meine Jungs, weil wir haben das erste Mal nach langer Zeit 48 Angriffe nur gespielt. Bis jetzt war immer 59, 60. Das liegt an Taktik von meinen Kollegen, die haben sich gut eingestellt, die wussten, gegen wem die spielen. Die haben ziemlich lange Angriffe ausgeführt. Von 40 Angriffen, welche haben die gespielt? Ich glaube, 30 war unter Passiv. Und dann ich habe auch meine Jungs
Auge sehen, dass die haben bis 20, 30 Sekunden gut sich bewegt. Aber jede Sekunde, über 30 Sekunden, war schon ein bisschen Problem für uns. Kommst du immer ein Schritt zu spät und die haben eine Lücke gefunden. Und das ist eine kleine Entschuldigung für sowas. Aber ich sage jetzt, wir haben das geschafft. 2 Punkte haben wir. Wir haben wieder heute Vorsprung von Melsungen. Und wir müssen jetzt am Sonntag uns konzentrieren und unser Plasman im Viertelfinale EHF-Pokal klar zu machen. Dankeschön. Vielen Dank dir. Ja, wird viel gesprochen von beiden Trainern. Bob, hast du noch gerade was hinzuzufügen zum heutigen Tage? Nee, mit Gott, das völlig zu Recht als nicht ausreichend bezeichnet und dem schließe ich mich auch an, das ist klar. Ich finde, Bietigheim hat das gut gemacht und auch gute Lösungen gefunden und den Ball lange gespielt und da muss man eben auch den Kopf haben für die Situation und das über eine komplette Abwehrperiode eines Angriffs und das haben wir höchst mittelmäßig gemacht und von daher bin ich überhaupt nicht einverstanden und es ist gut, dass Petko mit den Jungen sprechen will, dann brauche ich es nicht tun. Weil ich glaube, dass meine Ansprache in diesem Fall mit weniger Verständnis einhergehen würde, wie das beim Trainer ist. Wir haben es oft andersrum, aber von daher ist es vielleicht ganz gut, dass ich jetzt mit meiner Jugend 2 Tage wegfahre und mich hoffentlich nicht so ärgern muss. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Dann darf ich Ihnen noch die anderen Spiele des Abends präsentieren. Die MT Melsungen verliert ihr Heimspiel gegen den THW Kiel mit 25-29. Hannover gewinnt in Minden mit 32-29. Und Erlangen ringt zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen ein Unentschieden mit 23-23. Vielen Dank. Unser nächstes Heimspiel ist am Sonntag, wieder um 19 Uhr im ERF-Pokal gegen Logroño. Bis dahin, guten Abend, schöne Zeit.